Moin, mein Name ist Alvo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in den Outdoor Basics. Ja, Tipps und Tricks für Anfänger im Outdoor-Bereich. Und heute soll es darum gehen, dass man ja gerne mal, wenn man draußen schläft, Angst hat. Ja, der Wald ist knistert, ist knackst und man kommt nicht so richtig zur Ruhe. Was man da so machen kann und wie meine Erfahrungen damit sind, das erfährst du in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, ich habe relativ früh in meinen Lebensjahren Erfahrung damit gesammelt, wie es ist, im Wald zu schlafen. Damals mit den Pfadfindern halt vor allen Dingen. Also die meiste Zeit eigentlich immer in der Gruppe. Aber in der Gruppe ist das trotzdem etwas komplett anderes, als wenn man alleine schläft oder nur mit einer anderen Person zusammen und die vielleicht auch ein bisschen unruhig ist in der Nacht. Ich kann mich noch sehr gut an meine erste Tour mit meiner Freundin im Wald erinnern. Ja, da hatte ich dann auch längere Zeit nicht mehr richtig im Wald draußen geschlafen. Und wir waren auch noch mit dem Zelt in einem illegalen Gebiet unterwegs. Ja, es war kein Naturschutzgebiet, aber es war trotzdem nicht erlaubt. Und wir haben fast kein Auge zugetan in der Nacht. Und es kam auch noch dazu, dass wir direkt unser Zelt auf eine Mäusefamilie gestellt haben, auf deren Ausgang oder sonst irgendwas. Das heißt, immer am Kopf hat es rumgeknarzt. Ja, das war wahrscheinlich eine der schrecklichsten Outdoor-Nächte, die ich jemals erlebt habe. Und trotzdem hat es mich nicht davon abgehalten, weiterzumachen. Mittlerweile ist es für mich immer einfacher geworden, draußen zu schlafen, auch alleine, auch im Biwaksack. Das ist eine Sache von Gewöhnung, behaupte ich einfach mal, und auch von ein paar anderen Sachen, und darüber sprechen wir dann jetzt. Erstens, erwarte nicht, dass wenn du ein, zwei Mal draußen geschlafen hast, dass das dann sofort besser wird mit dem draußen Schlafen. Ja, ein bisschen Unruhe bleibt immer so ein bisschen, vor allen Dingen, wenn mal neue Geräusche dazukommen, die man noch nicht so kennt. Zweitens, die Geräusche im Wald, mach dich darüber bewusst oder mach dir bewusst, was denn so das eine oder das andere für Geräusche im Wald sind und wo sie ungefähr herkommen können. Ja? Zum Beispiel bewegt sich ein Reh anders als ein Fuchs und so weiter und so fort. Zum Beispiel gibt es öfter mal ein heiseres Bellen im Wald. Das ist dann kein Hund vom Jäger, der dich sucht, sondern das sind einfach nur Rehe. Ja, ich glaube, das sind Brunftschreie oder Warnschreie. Ich bin mir gerade nicht mehr genau sicher. Aber wie gesagt, weiß ungefähr, was für Laute sind. Viel ist zum Beispiel auch von Vögeln, aber tatsächlich ist es auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass um dein Zelt rum in ein paar Metern halt ein Fuchs mal ab und zu lang tappelt. Das ist dann einfach so, aber das kriegst du mit der Zeit raus. Vielleicht hörst du dir da auch online ein bisschen was an, was man da so an Geräuschen haben kann im Wald. Weil eigentlich kann man ab einem bestimmten Punkt alle Geräusche jeweils zuordnen und sobald du sie zuordnen kannst, ist dir auch nicht mehr so ängstlich, so mummelig. Sich bewusst machen, dass es eigentlich gar keine Gefahren im Wald gibt. Die einzige Gefahr, die du wahrscheinlich im Wald hast, ist vielleicht der Förster. Ja, wahrscheinlich haben auch am meisten Leute vor dem Angst, aber den Zahn kann man ziehen, weil selbst wenn es rechtlich nicht immer ganz legal ist, draußen zu schlafen, im Normalfall ruft er nicht die Polizei. Das liegt schon daran, dass das ein unheimlicher Aufwand für ihn ist, der sich einfach nicht lohnt im Nachhinein. Ja, das muss man ganz einfach sagen. Das ist halt nicht so wie ein Blitzer, wo das automatisiert ist, sondern der müsste erstmal die Polizei rufen, da muss das geschrieben werden, da muss er das einfordern und so weiter und so fort. Das heißt, der wird, selbst wenn er euch erwischt, eigentlich nie was machen, außer euch des Platzes verweisen. Ja? Macht euch das bewusst, das ist alles wirklich nicht so schlimm, wie man das gerne mal denkt. Ja? Und um vermieden zu werden, von ihm gefunden zu werden, ist es eigentlich schon relativ simpel. Man macht keine riesen Feuerstelle, wo man jetzt den ganzen Wald voll raucht und gesehen wird. Man geht vielleicht hinter eine kleine Erhebung oder sonst irgendwas, wo man eigentlich direkt vom Weg aussieht. Man geht aber auch nicht zu weit rein ins Gestrüpp, weil man da die Tiere aufscheuchen und stören könnte. Und schon geht das alles. Wie gesagt, wenn ihr euch auch noch sauber verhaltet, das heißt nicht überall Müll hinterlasst, häufig die Plätze wechselt zum Schlafen, dann ist es normalerweise kein Problem, dass euch irgendwer findet. Und was Tiere angeht, müsst ihr euch sowieso keine Sorgen machen, denn die gehen euch eigentlich aus dem Weg. Ich habe noch nie von irgendeinem Outdoorer gehört, dass der großartig mit einem Wildschwein oder einem Wolf in Konflikt geraten ist. Psychopathische Messermörder laufen normalerweise nicht im Wald rum. Das macht einfach für die auch gar keinen Sinn. Und im Großen und Ganzen ist unsere Angst im Wald auch ein bisschen was Irrationales, das muss man einfach sagen, weil wir es aber auch nicht gewöhnt sind. Ne? Wir schlafen normalerweise in unseren Betten zu Hause, wir sind in einem Verbund von Menschen. Ja, das ist ja, selbst wenn man alleine in seiner Wohnung lebt, hat man ja überall um sich rum normalerweise Menschen. Und bei den Häusern hat man ja auch eine Dorfgemeinschaft, die da irgendwie immer eine Art von Behütungsgefühl gibt. Und das hat man halt nicht mehr, wenn man in den Wald geht, auch weil man natürlich in dem Wald nicht aufwächst.
dann kennt man wieder die ganzen Geräusche nicht und so weiter und so fort. Das ist was Fremdes und wir Menschen fürchten uns am meisten vor dem Fremden, was wir nicht kennen. Und sobald das Fremde dann nicht mehr fremd ist, sondern für uns etwas Natürliches geworden ist, dann lässt auch die Angst einfach komplett mit der Zeit nach. Sie geht aber nie ganz völlig weg. Also zum Beispiel, auch ich habe noch manchmal einen kleinen Moment in der Nacht, wo mir die Augen aufgehen, ja, weil da irgendein lautes Geräusch war. Aber dann weiß ich schon, dass danach nichts mehr kommt, ja, dann ist es vorbei, weil ansonsten würde da ja mehr Geräusch sozusagen kommen und dann entspannt man sich direkt wieder. Das ist auch am Anfang, schreckst du mal hoch wegen dem Geräusch und hast so viel Adrenalin in dir, dass du es nicht schaffst, wieder einzuschlafen. Ja? Wenn du dann an das Ganze gewöhnt bist, später ein bisschen, dann schreckst du zwar auch mal hoch, aber nicht mehr so doll hoch und du hast das Adrenalin nicht mehr so doll und dann kannst du relativ entspannt schnell wieder einschlafen. Ja? Ein fünfter Punkt, der vielleicht auch noch ja, ganz hilfreich manchmal ist, ist es, sich mit der Umgebung vertraut zu machen. Wo bin ich da überhaupt? Ja? Was ist um mich rum? Wo könnte ich zum Beispiel als nächstes hin, wenn ich ein Problem hätte? Ja? Wenn irgendwas ist. Hilfreich ist dafür natürlich auch das Handy, wenn du das immer direkt am Mann hast, dass du einen Notruf tätigen könntest und dass du dir abends vielleicht bewusst machst, wo du ungefähr bist und wie du deine Position beschreiben würdest, wenn es ein Problem gibt. Also wenn du jetzt den Notruf tätigen würdest. Das kann dir dann auch noch helfen, deine Nerven ein bisschen im Vornherein zu beruhigen, sozusagen dich auf die Situation des Draußenschlafens vorzubereiten, dass du ein bisschen innerlich beruhigter bist. Tja, ich hoffe, meine Tipps und meine Hilfestellungen und Erfahrungen haben dir ein bisschen was mit auf den Weg gegeben. Wenn ihr selber noch Tipps für das Draußenschlafen gegen die Angst habt, dann schreibt es mir doch gerne mal unten in die Kommentare. Davon können wir alle und vor allen Dingen auch die Anfänger profitieren. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da. Hier links und rechts oben findest du weitere Tipps und Tricks-Videos. Einmal mal draufklicken, ja, kommst du in die Playlisten rein. Und hier links unten auf dem kleinen Button kannst du mich abonnieren, wenn du das noch nicht getan hast. Denn es kommen auch noch weitere Videos. Ich sage dann mal, bis zu den nächsten Videos. Tschüss, tschüss.